Herzlich willkommen zu Grow Song of the Evertree. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. Ja, wie will sie mir das erzählen, wenn sie die Stadtzufriedenheit anzeigt? Also, okay, sie meint damit wahrscheinlich nur, wie hoch die Stadtzufriedenheit ist. Gameplayerin, bist du zu Hause? Huch. Gott sei Dank, es geht euch allen gut. Oh. Du meine Güte, bist du es, Aralyn? Wie geht es dir, Liebchen? Was bringt dich hierher? Nachdem ich gehört hatte, dass wieder Schiffe nach Alaria segeln, wollte ich, nein, musste ich zurückkommen. Ich habe mein Zuhause vermisst und euch beide. Vor allem habe ich Gameplayerin vermisst. Oh, wir haben dich auch vermisst. Ich habe zwar keine Ahnung, wer es ist, aber wir haben sie auch vermisst. Das letzte Mal, als wir dich gesehen haben, warst du noch ein verheultes kleines Ding. Weil sie sich das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, von Gameplayerin verabschieden musste. Ich war so jung, als das Lied zerbrach, dass ich mich nicht daran erinnere, wie es war, als es noch existierte. Aber seit wir weggezogen sind, ist mein Herz nie wirklich zur Ruhe gekommen. Es hat sich nie richtig angefühlt, Alaria zu verlassen und die ganze Verantwortung alleine auf Gameplayerin zu übertragen. Ja, ich hatte ganz schön viel zu tun, aber das ist schon in Ordnung. Weißt du, selbst damals warst du immer so entschlossen, Gameplayerin. Ich weiß nicht, wie du hierbleiben konntest nach allem, was los war. Aber trotz allem hast du es geschafft, Gameplayerin. Du bist einfach großartig. Selbst als die anderen Alchemisten ihren Weg verloren haben, hast du nie aufgegeben. Und ich möchte dabei helfen, einen Weg zu finden, damit hier alle wieder in Frieden leben können. Ich will dir dabei helfen, ein Zuhause zu erschaffen, in dem alle Leute glücklich und zufrieden miteinander leben können. Wo wir gerade von Zuhause sprechen, ich schätze, du weißt nicht zufällig, wo ich bleiben könnte. Oh, wie wäre es mit einer Übernachtungsparty? Wäre das nicht fabelhaft? Nein, das wäre es wirklich nicht. Ich erinnere mich noch an die ganzen lauten Übernachtungspartys, die sie als Kinder hatten. Ich glaube, in diesem Fall ist etwas mehr Unabhängigkeit gefragt. Da nun die ganzen neuen Häuser gebaut wurden, bin ich sicher, dass Gameplayerin dir dabei helfen kann, einen Ort zu finden, an dem du bleiben kannst. Was denkst du, Gameplayerin? Wenn es nicht zu viel verlangt ist? Würde ich wirklich gerne bleiben und dir helfen. Es würde mich sehr glücklich machen, Alaria wieder meine Heimat nennen zu können. Ja, dann los. Juhu, ich freue mich darauf, wieder zu Hause, nach Hause ziehen zu können. Ja, und damit müssen wir ihr dann auch ein Haus zuweisen. Ich glaube, das letzte, was wir gebaut haben, haben wir schon zugewiesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich werde jetzt erstmal kurz... Kümmere dich um ein Tierchen. Achso, das war noch das alte, okay. Auftaktdistanz. Okay. Lass ich jetzt mal so stehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Stadt und schauen da mal nach dem Rechten, beziehungsweise ob ich ihr vielleicht schon das Haus zuweisen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht mehr. So, Grotte des Alchemisten. Was können wir denn heute noch alles machen? Ich glaube, wir können hier oben... Ist gar nicht da. Wo ist er denn? Hallo? Mein Freund? Mein Freund ist gar nicht da. Mein Freund ist weg. Warum ist der weg? Da oben arbeitet einer. Die Leute stehen Schlange, um unsere Stadt in unsere Stadt zu ziehen. Wir sollten ihnen eine Unterkunft anbieten. Ja, das würde ich... Oh. Du hast es geschafft, Häuptling Baumpfleger. Du hast bewiesen, dass man die Dürre bekämpfen kann, indem man das Land und den Immerbaum pflegt. Doch es bleibt noch so viel zu tun. Mehr, als du alleine bewältigen kannst, fürchte ich. Doch jetzt, da das Lied in deinem Herzen lebt, folgen deine Bewohner zumindest wieder seinem Ruf.
Ohne ihre Hilfe kannst du Alaria nicht wiedersehen, wiederherstellen. Zum Glück hast du die Docks reparieren lassen. Früher gediehen die Bewohner und das Land in Eintracht. Es herrschte vollkommene Harmonie. Die alten Hüter sprachen vom Harmoniestein, davon, wie er leitete und das Gleichgewicht wahrte. Dann wollen wir mal sehen, ob die alten Hüter wussten, wovon sie da sprachen. Lass dich und alle Bewohner von diesem Harmoniestein leiten und zeige der Dürre, dass wir es schaffen können, wieder in Harmonie mit dem Land zu leben. Okay, Moment, hast du noch eine Quest für mich? Ja, ich kann endlich mit dir sprechen. Meine alten Möbel sind zum Wegschnarchen. Ich meine, gehen, siehst du? Kannst du meinem Haus eine neue Dekoration verpassen? Ja. Super, danke, ich kann die Hilfe wirklich gebrauchen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ernährung und Produktion. Ernährung, Produktion und Kreativität sind anscheinend... ja, ihre Vorlieben halt, ne? Ernährung, Produktion, Kreativität. Kann man das irgendwie umsetzen? Halt, stopp. Ach so, passende Dekoration. Naja, gut, das ist keine Dekoration. Da sollten wir mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Was ist mit dir? Oh, du bist es. Ja, ich bin es. Wäre es nicht wunderschön, wenn alles lindgrün wäre? Na gut, vielleicht nicht alles. Benachbarte Gegenstände dürfen Komplementärfarben haben, schätze ich. Okay. Also sie möchte gerne lindgrün. Zuhause, kleines Haus. Hat noch keine Arbeit. Das war die, genau, Schneiderin. Aber wir haben ja keine Möglichkeit. Oh, nein, ich wollte nicht auf Z drücken. Wieso kommt bei Z jetzt auf einmal? Naja. Wir haben satte 407, mit denen wir natürlich überhaupt nichts bauen können. Das ist natürlich sehr doof. Ich schau nur mal eben. Nee, das sind... Ach so. Ich muss ja auch auf Bauen gehen. Wir haben auch nichts dazu bekommen. Also wir könnten theoretisch ein kleines Häuschen bauen. Gasthaus sollte hoffentlich erstmal reichen. Bäckerei ist ja erstmal voll. Blumenladen ist voll. Und den Stadtgarten haben wir jetzt noch nicht gemacht. Normalerweise hätte ich ja gesagt, wir machen das hier oben. Aber dafür brauchen wir wieder ganz viele von den Dingern. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall vorher erstmal gucken, dass wir auf, also beziehungsweise zum Weltenbaum gehen, bevor wir hier irgendetwas machen können. Ja, oje, oje, die haben nämlich schon, also ich habe ein bisschen Panik, weil die ja immer gesagt haben, ach hier, 8 von 20 Gebäuden, okay. Weil die immer gesagt haben, dass wir, dass die Leute wieder gehen, wenn wir, wenn wir denen kein Haus bauen, das ist das einzige Problem. Was ist denn mit dir? Was bist du für ein komischer Kerl? Wie war das gleich? Genau. Hallo, Freund. So begrüßen sich die Leute hier doch, oder nicht? Ich bin zwar nicht von hier, aber ich gebe mein Bestes, mich anzupassen. Funktioniert es? Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, weil ich gehört habe, dass euer Blumenladen die frischesten Blumen in der ganzen Galaxie hätte. Nun ja, ich werde das entscheiden. Okay. Ja, bis dann. Ich würde sagen, dass wir dann doch vielleicht ein paar Häuser bauen. Die sind ja, also ein paar ist relativ. Wir haben nur die Dinger, ich weiß gar nicht, wie sie heißen hier, um zwei zu bauen. Kann man das hier oben schon hinbauen? Nee, das wäre jetzt quasi außerhalb von der Grenze, wenn ich das richtig verstehe. Aber hier könnte man es theoretisch hinbauen. Ich müsste noch einen Weg bauen. Eigentlich. Das gebe ich zu. Aber ich habe im Moment nicht... Ach komm schon.
Sollst du nur direkt daneben bauen, so. Nicht das nötige Kleingeld sozusagen, um das zu bauen. Oh, Ziel abgeschlossen. Großes Haus. Ah, Blaupause. Moment, Moment, Moment. Mit B war das, ne? Ja, aber dafür können wir nichts machen. Aber das war auf jeden Fall ein Ziel. Passe das Haus von Winnie an, hilf Aralyn, sich in der Stadt einzuleben. Wer war jetzt Aralyn? Weise ihr ein Haus zu. Okay. Ach, ja, ja, klar. Das war die Blonde. Blond war sie, glaube ich. Okay, dann muss ich im Hinterkopf behalten, dass wir für sie auf jeden Fall auch ein Haus brauchen. Ich werde jetzt aber erstmal zu den Wiesen, Quatsch, auf den Wiesen war ich gerade, zu dem Weltenbaum gehen. Wenn ich das denn kann, weil mein Freund ist immer noch nicht da. Ich guck mal. Okay, aber so ist es offenbar möglich. Ich weiß auch noch nicht, was das mit dem Naturschutz, Naturschutzgebiet auf sich hat. So. Mal dahin. Warum das Ding Alchemiehaus heißt, weiß ich bis heute immer noch nicht. Aber gut. Es hat sich ja... Ach so, wir müssen ja auch noch den kleinen Tierchen helfen. Oh. Ja. Da sind sie auch schon. Gerade spricht man davon. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall wieder da. Das ist sehr gut. Hier ist ja eigentlich nicht allzu viel zu machen, ne? Ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich nach drüben gehe. Was ist mit dir? Moment. Ich habe jetzt nicht drauf achten können. Ich glaube, er wollte spielen. Ja. Er möchte jetzt auf jeden Fall spielen. Das heißt, du willst jetzt bestimmt knuddeln, oder? Nein, er möchte spielen. Warum will er immer nur spielen? Okay, dich haben wir schon mal. So, was ist mit... Ach so, das waren die Dinger. Nein, das ist das Falsche. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Mist. Die 8 war der Kescher. Okay, also 5 und 8. Habe ich den jetzt? Ja, eine Raupe. Okay. Ist da noch einer? Wenn jetzt hier keinen mehr sehen. Na, ich glaube nicht. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die armen Tierchen. Jetzt aber. Das war mit F. Ich konnte jetzt ein paar Tage nämlich nicht mehr spielen. Und ich habe schon wieder vergessen, welche Tasten ich hier alle gedrückt habe. Achso. Ja, das war nicht mit der Maustaste, das war mit E. Okay, dich müssen wir gießen. Das war die 3. So. Wir wollen ja, dass die hier ein schönes Zuhause haben, ne? Okay, euch gießen wir auch. Na komm. So. Das Problem ist, dass wir jetzt ganz wenig von dem bekommen, was wir eigentlich haben müssen. Da ist noch was zum Gießen. Und da können wir pflanzen. Ja, mach's auch rein. So. Das können wir nicht... Nee. Aber das hier hinten, glaube ich, oder? Ja, perfekt. Ach, das ist er. Oh. Ich denke, höre ich jetzt hier Raupen oder was? Okay. Das können wir auch wieder weghauen. Zack. So. Problem ist, wie gesagt, dass wir dadurch nicht allzu viel von unserem Zahlungsmittel erhalten. Ist das ein Loch da hinten? Moment. Hm.
Das könnte vielleicht mal ein Teich werden. Jetzt hier sonst alles. Die Büsche müssten wir mit 4 machen. Ich glaube, am Anfang war auch noch mal irgendwo ein Busch, ne? Ja. Sehr schön. Ja, hau ruhig ab, ist okay. Das ist ein bisschen nervig, dass wenn man irgendwie so ein paar Zentimeter oder Millimeter für mich eigentlich eher zu weit weg steht, dass der das dann schon wieder nicht annimmt. So. Das haben wir soweit alles. Hoppala. Kann ja auch gerade auslaufen. Achso, den haben wir schon. Das können wir auch noch wegmachen. Ich muss halt alles, was geht, muss ich jetzt einsammeln. Ich fürchte allerdings, dass wir nicht so viel erhalten werden, wenn wir das hier machen. Also das Problem... Nee, das war die 3. Das Problem ist ja, wir müssen natürlich die Quests machen. Da sollten wir theoretisch mehr bekommen von dieser Währung. Aber die kann ich jetzt im Moment nicht machen, weil ich erstmal darauf warten muss, dass die dieses Haus gebaut haben für sie. Ja. Kann der mal ein bisschen leiser sein da hinten? Ich denke jedes Mal, da kommt irgendwas oder da ist irgendwas. 98. Kommen jetzt eigentlich immer neue Büsche hin oder laufe ich... Ach so, da kann ich ja noch... Okay, das sind ältere Büsche. Jetzt kann ich gar nicht mehr laufen. Was ist los? Warum lief sie nicht? Okay. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber es erschreckt mich jedes Mal. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir in den Kopfhörern ist das mega laut, wenn das auf einmal losgeht. Warum strahlt das hier noch so? Habe ich dich vergessen, armes Büschlein? Tut mir leid. So. So. Ah, da können wir auch noch was machen. Die haben wir alle. So, dann ab zum zweiten Teil. So. Da können wir noch was pflanzen. Also ich muss mal schauen, ob ich das nicht eventuell irgendwie rausschneide in Zukunft, weil es ist natürlich nicht so interessant, da immer wieder zuzugucken. Du bist ganz nah dran. Das ist schön. Meine jetzt damit, dass ich das jetzt für heute alles geschafft habe oder dass ich das generell bald geschafft habe? Weil ich denke auch mal, theoretisch müsste ich einmal, also jetzt noch das Ganze durchmachen. Oh, ein Wunderkissen. Das ist aber keine Deko, die ich abgeben muss für den Blumenladen, oder? Das wäre nämlich doof. Das würde mich echt traurig machen. Das würde ich gerne selber behalten. So, aber hier, glaube ich, ist es in erster Linie nur noch, mich um die Kranken zu kümmern. Ja. Nee, dann würde ich wirklich sagen, dass das jetzt die letzte Folge ist, wo wir das Ganze hier gemeinsam machen. Es sei denn natürlich, dass ich wieder einen neuen Planeten irgendwo... Man darf nicht zu weit wegstehen, man darf nicht draufstehen. Sag mal, Leute. Ach so. Moment. Das ist gar nicht das. Das ist das andere. Ha. Okay. Dann verstehe ich das. Das letzte Mal, wo wir das gemeinsam machen werden. Wenn dann neue Planeten kommen... wo meistens ja dann auch irgendwas Neues passiert. Dann Tierchencenter-Blauphase. Oh. Heißt das, ich kann jetzt ein Tiercenter aufmachen für die ganzen armen Tierchen, die krank sind? Oh, das wäre cool. Also so eine Art Tierarzt oder was auch immer. So eine Praxis. Entschuldigung, wenn ich euch hier umrennen muss. Ich habe nicht so viel Platz auf diesem Planeten. Moment, da unten kann ich auch noch was machen. Besser gesagt, da muss ich sogar was machen.
So, damit die Verderbnis hier ein bisschen weggeht. Pflanzen wir auch direkt nochmal irgendwas Neues an. So, ich denke, das wird jetzt für heute erstmal alle. Ach nee, Moment, hier oben war ja noch was. Ja, ich weiß, ich kann dir heute jetzt erstmal nicht weiterhelfen. Besser gesagt, ich darf dem nicht weiterhelfen. Ich würde ja gerne. Aber ich darf nicht. So, ich denke aber, dass ich jetzt soweit alles habe. Das sieht gut aus. Im alten Bereich könnte ich eventuell noch was machen. Moment, hier ist noch was. Auch schon wieder der Tag halb vorbei, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Das ist ja schlimm. Okay. Mit denen freue ich mich jetzt nicht auch noch alles zusätzlich an, aber ich schaue hier mal. Ich könnte hier jetzt natürlich ein paar von den Tieren noch einsammeln, aber das lasse ich mal. Also ich denke mal, dass man hier wirklich nichts mehr machen kann, wenn es einmal komplett grün ist, sondern nur noch, ja, sich mit denen kurz schließen kann, sozusagen, dass man Freunde gewinnen kann oder was weiß ich was. Also gehen wir erstmal wieder zurück. Samen, tröstend, friedlich, üppig. Seltenes. Ah, okay. Ach, da muss ich auch Blumen einpacken oder wie auch immer. Fische fangen, Obst. Nüsse, wann habe ich denn da mal Nüsse? Und 5 Tierchen muss ich mich mit anfreunden, oder wie? Oder muss ich doch nochmal reingehen? Ja, wir wissen's. So. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Streichel dir mal den Bauch. Keine Ahnung. Ich habe nicht aufs Bild geachtet. Das war so schnell. Ah, okay. Das sah nämlich irgendwie... Das heißt doch Bauchstreichel, ne? Die haben doch alle das gleiche Symbol gehabt. Okay, machen wir das auch. Weil wenn wir uns natürlich mit 5 verschiedenen von denen anfreunden müssen... Wäre es natürlich gut, wenn wir das auch recht zügig damit beginnen. Wer will spielen? Darf ich denn auch? Jetzt darf ich. Das wäre dann der 3. für heute. Ich meine, natürlich kann man das auch alles so nach und nach machen. Immer mal wieder, wenn man hier hinkommt, zum Beispiel einnehmen oder so. Aber so ist es natürlich jetzt am einfachsten. Wenn wir jetzt, das ist der 4., wenn wir dann alle 5 immer wieder ansprechen, beziehungsweise uns versuchen, mit denen anzufreunden. Umso schneller haben wir das Ganze dann natürlich auch erledigt. So, das ist irgendwie ein sehr kuschelbedürftiger hier. Ja. Okay, dann brauchen wir aber noch einen. Haben wir denn hier irgendwo noch einen, den wir noch nicht hatten? Dich hatten wir schon, oder? Ja. Und ich muss... Oh, es tut mir leid, aber ich muss 4 Pflanzen mitnehmen. So wie ich das verstanden habe. Ich klaue die jetzt einfach mal. Zack. Ich soll hier zwar auch Käfer fangen, aber dazu komme ich dann später mal offline. Ja, ich finde hier gar kein Tierchen mehr. Wobei, naja... Ah ne, mit den anderen habe ich mich nicht angefreundet. Die habe ich nur... Du bist der eine gewesen, ne? Ja. Warum ist das denn jetzt hier? Schon wieder am Leuchten. Gut gemacht, Liebchen. Ich glaube, für heute haben wir alles erledigt. Okay. Ich hatte vergessen, dass die das zwischendurch auch immer sagt. Dann kann ich jetzt ruhigen Gewissens rausgehen. Ja, und dann, wenn neue Tierchen kommen, muss ich mich halt da auch nochmal mit einem anfreunden. Jetzt gucke ich nur mal eben.
Blumen. Ist aber immer noch 2 von 4. Dann heißt das wohl doch nicht, dass ich die mitnehmen soll. Weil ich hatte ja 1 oder 2 Blumen mal eingesteckt. Sondern dann heißt das vermutlich, dass ich ja verschiedene Blumen da pflanzen muss oder so. Keine Ahnung. Die Insekten, ich denke auch nicht, dass ich 8 gefangen habe. Also ich denke mal, dass das wahrscheinlich die sind. Ja, ich weiß nicht. Wobei Nüsse 1 von 2. Ich meine, Tierchen, denke ich mal, wird man sich mit anfreunden. Müssen wir austesten, was das jetzt genau bedeutet. Es ist schon relativ spät. Ich denke mal, die Wiesenquartiere werden erst morgen fertig werden. Naturschutzgebiet. Wir können da auch noch mal kurz hingehen. Ich weiß nämlich nicht genau. Ach so. Oder? Naja, eigentlich ist das, glaube ich, nur, damit man hier angeln kann. Genau, das war hier hinten in einem Teil. Da konnte ich doch nichts machen. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir uns aufmachen, den großen, weiten Weg, wo ich nicht mehr genau weiß, wo entlang, um nach Hause zu kommen. Hätte ich jetzt eigentlich über das Schild auch nach Hause porten können? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, hier sind wir. Okay, dann kommen wir von hinten in das Dorf rein. Na gut. Die möchte ein Haus haben, wenn ich das richtig sehe, oder? Moment, das ist... Ach, das ist das Gasthaus? Nee, das ist doch das Gasthaus, oder? Das ist das Gasthaus. Was leuchtet denn da so? Stadtzufriedenheit. Ah, okay. Entferne Blockaden aus dem Distrikt. Aha, aha, aha. Sehr schön. Ja, da waren sehr viele Blockaden, ehrlich gesagt, in diesem Distrikt. Aber wir müssen definitiv mit der Zeit noch mehr entfernen. Okay, das war jetzt anscheinend nichts, was man entfernen konnte. Irgendwo hier vorne waren doch noch die kleinen Typen. Hier. 180, die ich noch nicht habe, so wie es aussieht. Naja, gut. Dann können wir auch da im Moment noch nicht allzu viel machen. Dann würde ich sagen, dass wir den... das ist aber falsch. Rum. Ich möchte bitte wieder zurück und nicht sonst wohin. Das war hier oben, wie man sehen kann. So. Kann ich jetzt mit dir... Oh nee, da laufe ich auch in die falsche Richtung. Kann ich jetzt mit dir kuscheln? Es sieht so aus. Sehr schön. Was ist denn da hinten jetzt eigentlich für ein Gebiet frei geworden? Da haben wir noch nicht nachgeguckt, oder? Füttern soll ich dich. Okay. Oh, kümmere dich 10-mal um Katsum. Aber was passiert, wenn ich das jetzt wieder voll habe? Weil seine Freundschaft habe ich doch schon, wenn ich das richtig verstehe, oder? Hatte ich das nicht schon beim letzten Mal bekommen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Weitere Selfie-Posen sind verfügbar. Okay. Gucken jetzt aber trotzdem mal eben nach hinten. Bin mir nicht sicher, ob ich letztes Mal schon hier durchgelaufen bin oder nicht. Immerlinggasse. Doch, doch, doch. Okay. Doch, die habe ich gesehen. Oh, aber ich habe die Sachen nicht geöffnet. Ha, weil ich noch nicht wusste, wie, glaube ich. Okay. Ach, so kam ich dahin. Ah, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich den gar nicht mehr zurückkomme. Haha. Okay, wieder was gelernt. Wieder was gelernt, was ich eigentlich schon wusste. Ja, der Tag ist aber auch bald zu Ende. Ich wusste gar nicht, dass ich hier auch was fangen kann. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass ich so oder so erstmal... Hier kann man auch nichts freischalten. Dann wird das wahrscheinlich später mit der Quest noch freigeschaltet. Dass ich erstmal den Tag beende, weil, ja, wir können ja nicht allzu viel machen. Die Häuser
müssen ja erstmal noch gebaut werden. Wir haben alles beim Weltenbaum und so weiter soweit gemacht. Und die Zeit rennt uns ein wenig davon, weil man sieht ja unten links, sobald der Tag vorbei ist, sagen sie sowieso, dass ich wieder nach hier kommen soll und schlafen gehen soll. Okay, damit kann man nichts machen. Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Und kann man hier eigentlich? Ne, das ist das Bett, da möchte ich jetzt nicht draufklicken. Kann man hier irgendwas öffnen? Ne, das hatte ich schon mal gesehen, glaube ich. Ja, das hatte ich schon mal gesehen. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Okay, da konnte man definitiv nichts machen. Ja, dann muss ich wohl oder übel den Tag für heute beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Weißt du, ich muss immer daran denken, dass unser armes Liebchen Gameplayerin nie einen Mentor hatte. Was für eine Schande. Nun, die anderen Alchemisten von immerher waren beschäftigt, Diaria. Du meinst, bis sie aus der Stadt geworfen wurden? Es nützt nichts, darauf herumzureiten, Diaria. Ich weiß, aber es bricht mir trotzdem das Herz, Alambik. Und die Situation der Gilde hat sich auch nicht verbessert, nachdem sie in diese Gasse gezogen ist. Sie haben ihr Bestes getan. Das waren für alle schwere Zeiten. Vielleicht kehren sie ja eines Tages zurück und helfen uns, unseren Lehrling zu führen. Vielleicht. Oder vielleicht wird unser Lehrling ihnen ein oder zwei Dinge beibringen.